Es ist wieder soweit. Ihr seid die Geilschen. Es ist Sarah-Time. Hey Leute, ich bin deprimiert. Und zwar, ihr wisst ja, ich war im Tommy Big Brother Haus, ja, und hab so übelst abgenommen, hab meine ganzen Muskeln verloren, die ich nur irgendwie hatte. Ich hab keinen Arsch mehr in der Hose, ich hab keinen Bizeps mehr, ich hab keine Kraft mehr. Alles ist scheiße, okay? Ich hab zwar 4,5 Kilo abgenommen, davon habe ich, ich glaube, 3 wieder draufgefressen. Und da habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach gut ausschauen. Ich habe die Promi Shopping Queen Folge gesehen. Da war ich ja echt schon wieder ein bisschen molliger. Das ist auch schon eine Weile her, wo wir das gedreht haben. Und ich will mich einfach wohlfühlen und toll aussehen. Und deswegen ist jetzt Project Sarah Time. Das heißt, ich lege jetzt wieder sehr, sehr viel Wert auf meine Ernährung, sehr viel Wert auf Sport und ich will einen geilen Body. Alles ist schwabbelig und einfach, ich habe keine Muskeln mehr. Ihr könnt mich begleiten, ihr könnt mitmachen. Das ist doch einfach das Geilste. Zusammen sind wir stark. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Na gut, ich war jetzt gerade einkaufen. So, damit ich mal wieder so ein bisschen in meinen Alltag reinkomme, was ja echt nicht einfach ist, so nach dieser ganzen Zeit, will ich wieder ein bisschen mehr Zeit haben für mich. Und damit ich auf mich ein bisschen gucke. Und ich bringe meinen Alltag wieder rein, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr so viel essen und gebe so viel Geld aus, sondern koche in meiner kleinen Bude. Also, jetzt schauen wir mal, was ich alles einkauft habe, damit ihr das mal seht, damit wir das überprüfen können. Ach, also, ganz, 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 ganz wichtig, Gemüse. Sorry, meine YouTube-Videos sind immer so kuddelmuddel. Dann eine Gurke, Rucola-Salat. Ach ja, komm. Trauben, Zwiebeln. Ich liebe Lachs. Ich habe jetzt mir mal einen Lachs mitgenommen. Ich muss das so verpackt nehmen einfach, weil ich wohne nicht in der Großstadt und so. Und dann gibt es wenige. Also es gibt keine offenen Theken in unseren Supermärkten und deswegen gibt es Lachs und Pute, da kann ich noch Gemüse dazwischen tun. Hat viel, viel Eiweiß. Eiweiß hat auch Mozzarella, natürlich alles light. Joghurt, Pfirsiche, Zucchini, Frischkäse, Äpfel. Also alles, was einfach gesund ist, aber ich liebe es auch einfach. Eier, Bacon, Tomatenmark. Was habe ich noch? Ah, Klopapier! Nein, Spaß. Bisschen Milch, geiles Olivenöl, Mais und ich habe jetzt riesen, 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 mega, mega Hunger. Deswegen kochen wir uns jetzt was. Let's go! So, jetzt kommt die Kochshow von Sarah Novak. Also, ich zeige euch mal ganz kurz meine Utensilien, die ich jetzt alle brauche. Und zwar ist es nicht viel, es ist nur mein Lachs, ein bisschen Tomatenmark brauche ich, meine Zucchini und Zwiebeln. So, erstmal ein bisschen Öl. So, in der Pfanne. Die Zucchini habe ich schon gewaschen. Die wird jetzt noch kurz geschält. Die kann ich ganz reinschneiden. Zucchini hat ja so wenig Kalorien und ist so gesund. Von dem her kann man sich richtig, richtig satt essen. Und ist einfach genial. Mir ist aber bloß wichtig, dass ich ganz viel Eiweiß esse. Weil ich meinen Po zurückbrauche. Und ich habe kein Po mehr. Gar nichts mehr. Von der Seite bin ich so flach geworden. Ich habe ja eh schon von klein auf noch nie das Glück gehabt, ein Brot zu besitzen. Von dem her. Ist okay, aber man kann daran arbeiten. Man kann selber bestimmen, wie man aussehen will, weil man alles trainieren kann. Ja, dann schneiden wir die Zucchini rein in Würfel. Ich bin immer einfache Kocherin. Eigentlich hätte ich erst die Zwiebeln anbraten sollen. Egal, die schneide ich jetzt noch mit rein. Ja. Hauptsache schmeckt. Zum Lachs schmeiße ich auch noch ein paar Zwiebeln rein.
Also es sieht echt schon lecker aus. Da mein Lachs. Da mein Gemüse. Es ist echt viel. Es sind 250 Gramm Lachs. Und die Zucchini und ein bisschen Zwiebeln. Und das tue ich jetzt würzen. Ganz viel Knoblauch. Ich liebe es. Das tue ich immer überall hin, weil ich brauche so richtig viel Geschmack in meinem Essen. Und was gibt's Geileres als Knoblauch? Und da ich eh Single bin und ich keinen Mann an meiner Backe habe, kann ich es nur reinhauen. Dann Pfeffer ein bisschen. Und ganz, ganz bisschen Salz. Nicht zu viel. Eigentlich sollte man gar kein Salz dran machen. Aber ein bisschen braucht man einfach. So, und dann kommt mein Tomatenmark. Das tue ich über das Gemüse drüber. So, mein Essen ist jetzt fertig. Ihr habt es gesehen, es dauert wirklich nicht lange. Vielleicht eine Viertelstunde oder sowas und dann habt ihr euer Essen fertig. Und es, das Auge isst ja mit und es sieht sehr, sehr lecker aus. Und ich freue mich jetzt da drauf. Also mein Essen war mega, 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 mega lecker. Ist okay, es reicht einmal. Mega lecker. Ich werde jetzt heute noch ein bisschen rausgehen, ein bisschen Sport, mache mich bewegen und morgen geht's weiter. Ich werde es jetzt echt durchziehen und euch einfach so ab und zu mal ein bisschen mit der Kamera mitnehmen, was ich so esse. Ich werde es auf Facebook, auf Instagram posten ab und zu. Und wenn ihr Fragen habt, was ihr genau sehen wollt, dann gebt mir Bescheid. Ansonsten natürlich weiterhin einschalten, Daumen hoch, kommentieren, liken, abonnieren und. Ich habe euch ganz arg lieb und ich wünsche euch einen schönen Tag.